Neuwahlen in Deutschland wären ein riesengroßes Zeichen, dass die Globalisten gegen uns was Megamäßiges vorhaben. Ich zeige dir schnell, um was es geht. Hier siehst du kurz Übersicht von Medienartikeln, Bruch der Regierung, wie die Verfassung weist verschiedene Wege hin zu Neuwahlen, Spiegel, Neuwahlen, Neuwahlen, zerbricht die Ampeln, das sagen die Bundesabgeordneten und so weiter. So, was interessiert uns an Neuwahl in Deutschland? Die meisten Menschen gar nichts, aber erst wenn man Zusammenhänge versteht, wird es wirklich interessant. Und jetzt zeige ich dir etwas. Ich zeige dir nämlich, was ich im Mai diesen Jahres recherchiert habe. Und zwar, das ist mein Telegram-Kanal, da habe ich Audioaufnahme gemacht. Du siehst, 23. Mai habe ich es veröffentlicht. Ich spiele das ganz kurz vor. Sprechen sollte man diese Neuwahlen, die nun in Großbritannien vorgezogen wurden und werden, auch ernst nehmen. Denn wenn jetzt andere Länder auch die Wahl im Jahr 2025 verhindern, dann ist das in aller Klarheit ein Zeichen dafür, dass etwas Riesengroßes wieder geplant ist. So, die Großbritannien sind die Wahlen mit, sind synchronisiert worden im Jahr mit der USA-Wahl, also noch im 24er Jahr. Die hätten auch im 25 gewählt. Deutschland würde auch im 25 wählen. Und ich habe recherchiert, was ist eigentlich vor Corona passiert? Welche Länder hatten denn zufälligerweise Neuwahlen, die vorgezogen sind, bevor die Corona-Zeit, die Corona-Maßnahmenzeit gekommen ist, um dadurch zu verhindern, dass diese Wahlen in die Corona-Zeit kommen. Jetzt sage ich dir das. Und das ist eigentlich der Schriftzug darunter. Die Slowakei hätte planmäßig 2020 wählen sollen, war vorgezogen. Österreich hätte 2022 wählen sollen, wurde auf 2019 vorgezogen. Das Vereinigte Königreich hätte ursprünglich 22 wählen sollen, wurde auf 2019 vorgezogen. Spanien hätte ursprünglich 2020 wählen sollen, ist auf 2019 vorgezogen. Australien ursprünglich 2020 auf 2019. So ein Zufall oder auch, oder? Also, wir reden hier von 5 maßgeblichen Ländern, wo alle die Wahlen vorgezogen worden sind. Und danach ist zufälligerweise Corona gekommen. Man hat also diese Wahlen vor die Corona-Zeit vorgezogen. Natürlich ein reiner Zufall. Und nun passiert Folgendes. Großbritannien hat die Wahlen schon vorgezogen. In Deutschland spricht man über den Wahlvorzug. Durch das Vorziehen übrigens der letzten Wahlen hat es dazu geführt, dass jetzt auch die Wahlen vorgezogen wurden. Das heißt, jetzt ist es wieder. Normalerweise hätte man in 1-2 Jahren die Wahl gehabt, die Nationalratswahlen in Österreich. Durch das Vorziehen der letzten Wahl auf 2019 passt das jetzt genau rein. Und ich sage dir, das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Diese Neuwahlen, die in Deutschland kommen müssen und kommen werden, sind ein Zeichen dafür, dass die Globalisten jetzt zum großen Schlag ausholen werden. Sie haben schon gesagt, der Bill Gates hat es ja auch schon gesagt, es wird eine zweite Pandemie geben. Und diese Pandemie, und davon rede ich schon seit Jahren, um genau zu sein, wird eigentlich nur einen Hintergrund haben, das ist der Zusammenbruch des Wirtschafts-, Währungs- und Finanzsystems, der Banken primär. Um damit dann zu argumentieren, wir brauchen in Zukunft eine digitale Währung. Sie synchronisieren gerade die nächsten Wahlen. Ich habe übrigens auch über Polen geschaut. Auch in Polen sind Wahlen, auch da wird drüber diskutiert, diese vorzuziehen. Man muss einfach verstehen, dass das, wenn das eine international koordinierte Sache ist, davon gehe ich übrigens aus, dann ist das natürlich so, dass Wahlen dann nicht stören. Stell dir vor, wir hätten Neuwahlen gehabt während der Corona-Zeit. Was wäre da wohl passiert? Während 80% gegen die Maßnahmen waren und die SPÖ und die Neos für diese Maßnahmen waren. Nein, da wäre es rund gegangen, umfragemäßig. Und natürlich wahlmäßig wäre es rund gegangen. Also man will durch Wahlen nicht die eigene Agenda stören. Und deswegen, wenn es wirklich zu vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland kommt, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass es da rund gehen wird. Weißt du, wie du das siehst? Schreib das gerne deine Meinung in den Kommentaren. Teil diesen Beitrag, wenn du magst. Und ein Tipp noch ganz am Schluss. Wenn du mehr Geld am Konto hast, als du in 2 Monaten brauchst, nimm den Rest runter. Nimm ihn runter, du wirst auf den Banken dein Geld verlieren. Und zwar in den nächsten 1-2 Jahren. Widerstand ist und bleibt Pflicht. Die Wahrheit muss ans Licht. Martin Rutter.